Kuckuck. Thank God, Drop It Friday. Juhu, Raketen, wie geht es euch? Wie war eure Woche? Unsere Woche war total chaotisch, weil Nikolas wieder krank geworden ist. Überhaupt habe ich das Gefühl, wir sind gerade die ganze Zeit irgendwie krank. Die Mamas unter euch wissen Bescheid, Kita-Viren und so haben das die ersten Monate wohl nur damit beschäftigt und bei uns geht es auch schon wieder los. Aber Nikolas war jetzt gestern und heute nicht in der Kita, weil ich auch gedacht habe, nee, der soll jetzt erstmal wieder richtig gesund werden und ich habe auch keine Lust, dass er vor Ostern wieder total krank wird, weil wir an den Bodensee fahren. Deswegen war alles so ein bisschen chaotisch. Nichtsdestotrotz habe ich alles angesetzt, dieses TGIF für euch fertig zu machen und ihr habt wieder so viele tolle Kommentare geschrieben und die schauen wir uns direkt mal an. Schreibt, schönes Fashion-Video. Ich finde es toll, dass deine Favoriten preislich aus so unterschiedlichen Segmenten kommen. Die Marke Baum und Pferdgarten kannte ich gar nicht. Das Kleid steht dir hervorragend. Ich habe auf der Seite ein paar Teile gefunden, die ich mir vielleicht bestellen werde. Danke. Liebe Annika, ich danke dir sehr für dein Feedback. Ja, manche waren da so ein bisschen entsetzt, so von wegen, was kostet das Kleid? Andere wiederum fanden es eben toll. Und ich glaube, das ist ja das, was ihr ja auch schon wisst hier auf meinem Kanal. Also ich kaufe die Sachen immer so, wie ich sie wirklich kaufe und nicht, um euch damit irgendwie zu gefallen. Gibt es natürlich mal so ein paar teure Teile, mal ein paar günstigere Teile, weil ich das auch sehr gerne kombiniere. Insgesamt muss ich aber sagen, versuche ich gerade schon so ein bisschen mein Konsumverhalten umzustellen, weil ich ja auch gerade zum Thema Nachhaltigkeit wirklich vermeiden möchte, mir so günstige Teile zu kaufen, die ich nach ein, zwei Wochen wieder wegschmeiße. Das hatte ich auch schon mal in einem Video gesagt. Das heißt, lieber mal weniger kaufen, dafür hochwertiger kaufen und dafür dann eben auch länger behalten. Tomani schreibt, schön, dass es mit eurem Au-pair so gut klappt. Freut mich auch für Jen, dass sie das Glück hatte, in so eine tolle Familie zu kommen. Trotzdem würde ich die Frage noch gerne in den Raum stellen. Was hättet ihr gemacht, wenn es mit dem Au-pair nicht so gut geklappt hätte? Sprich, das Au-pair würde sich nicht an eure Regeln halten, abgemachte Zeiten nicht einhalten und ähnliches. Zu euren ganzen Au-pair-Fragen wollte ich ja sowieso auch nochmal ein extra Video drehen und viele von euch haben ja auch gesagt, Mensch, das wäre doch irgendwie toll, wenn Jen vielleicht auch mit dem Rücken zur Kamera sitzen würde und selbst auch mal ein paar Fragen beantworten könnte. Und ja, also ich habe das auch im Hinterkopf. Ich habe Jen auch schon gefragt, sie hätte da auch Lust dazu. Also dieses Video wird bestimmt auch kommen. Aber um diese Frage hier schon mal vorab zu beantworten, ich glaube, dass es so wie in jeder Situation, die man so im Leben hat, wenn man mit irgendwelchen Menschen nicht klarkommt, ist ja das erste Mal, dass man die Themen anspricht. Also hätten wir dann mit unserem Au-pair genauso gemacht, wenn sie irgendwie Sachen gemacht hätte, wo wir sagen, nee, das passt jetzt aber nicht so zu unseren Hausregeln. Ich meine, wir haben ja auch so Hausregeln aufgesetzt und haben die auch am Anfang einmal mit ihr durchgesprochen und geguckt, ob sie auch mit allem einverstanden ist oder ob sie irgendwo sagt, nee, kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, warum ist das so? Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, miteinander zu sprechen und Dinge dann eben zu erklären und nicht Sachen irgendwie runterzuschlucken, zu denken, nee, jetzt habe ich irgendwie keine Lust, das anzusprechen, weil dann wird es nur schlimmer. Also wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren, dann, dass man Dinge sofort auf den Tisch bringt, sofort bespricht. Das haben wir eben auch Jen gesagt, dass wenn sie irgendwelche Themen mit uns hat oder wenn sie sagt, sie versteht irgendwas nicht oder sie ist mit irgendwas nicht einverstanden, dann soll sie es bitte auch direkt ansprechen und nicht den Ärger so runterschlucken. Guck mal, da wird es immer nur schlimmer. Lilu Lala fragt, hey, wird Daddy das nächste Au-pair wieder jemand sein, der Spanisch spricht? Auch das haben ganz viele gefragt, deswegen würde ich das jetzt auch gerne schon mal vorweg beantworten. Ja, also wir möchten gerne, dass auch unser nächstes Au-pair wieder Spanisch spricht mit Nikolas, weil er eben jetzt auch schon anfängt, Spanisch zu sprechen und wir finden es auch total interessant, wie er bei uns dann eben immer mit Ja, Nein oder mit deutschen Wörtern antwortet und bei Jen dann eben auch Spanisch antwortet. Und das finde ich auch immer total witzig, wenn, weil ich kann ja kein Spanisch so und dann spricht sie mit ihm irgendwie irgendwas, wo ich denke, oh Gott, krass, was war das jetzt? Und er dann so, sie, auf jeden Fall, alles verstanden hat und so. Und darum wünschen wir uns eben auch, dass das nächste Au-pair auch mit Nikolas Spanisch spricht, damit sich da die Kenntnisse auf jeden Fall festigen werden. Und in der Kita bei ihm ist es ja so, dass da auch Englisch gesprochen wird und sogar auch Spanisch gesprochen wird. Das heißt, auch da hört er zum Glück immer wieder die Wörter so, dass ich auch weiß, okay, dieses Jahr war jetzt, ich meine, umsonst ist es sowieso nicht, weil man sagt mir auch, selbst wenn das Kind nur ein Jahr lang Spanisch gehört hat, da sind dann irgendwie schon so die Grundsteine dafür gelegt. Aber wenn es natürlich jetzt in den nächsten Jahren fortgeführt wird, auf die Art und Weise, dann glaube ich, wird er schon auch ganz schön gut Spanisch sprechen. Bobby schreibt, ich habe gerade Let's Dance geschaut und danach dieses TGIF und dachte mir, hey, Nela würde super zu Let's Dance als Moderatorin passen, finde ich. Ja, die liebe Dani hatte das ja auch mal geschrieben, so von wegen, hey, Nela, warum bist du nicht bei Let's Dance? Also entweder als jemand, der mittanzt oder jemand, der eben moderiert. Und ich muss sagen, es gibt wenige Sendungen im deutschen Fernsehen, die ich richtig gut finde. Let's Dance ist schon auch eine davon. Allerdings finde ich es super schwierig, diese Zeit, die man da mitbringen muss. Also egal, ob man das jetzt moderiert oder ob man da mittanzt,
tanzt. Da weiß ich nicht, wie ich das irgendwie alles momentan unter einen Hut bringen sollte. Aber grundsätzlich ja, schöne Sendung und Dankeschön, dass ihr mir da dann auch so liebe Kommentare dazu schreibt. Lost in Paradise schreibt, ja, bitte mach doch ein Video zum Thema Klickenwirtschaft und wie du dann doch die richtigen Menschen für deinen inneren Kreis gefunden hast. Damit ist sicher vielen Schüchternen oder gar Introvertierten und vielleicht auch der einen oder anderen verrückten Nudel geholfen, die gerade eine ähnliche Erfahrung macht und sich nirgendwo richtig zugehörig fühlt. Ja, Lost in Paradise, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen gerade am Ideen finden, so was ich euch aus meiner Vergangenheit erzählen könnte, was da vielleicht auch interessant ist. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, ich meine, ich war früher auch total schüchtern in der Schule und so. Also wenn man Lehrer damals gefragt hat, als ich bei Viva angefangen hatte, so von wegen, ey, hättest du das gedacht? Ich glaube, meine gesamte Lehrerschaft von damals hätte gesagt, okay, nee, die geht nicht zum Fernsehen, die ist so schüchtern, das funktioniert überhaupt nicht. Also witzig eigentlich, wie dann manchmal so, wie man sich selbst auch so verändert oder was dann so die Punkte sind, die dazu führen, dass man sich vielleicht auch ändert oder gar nicht ändert, sondern einfach nur so andere Seiten, die man sowieso schon in sich trägt, dass die einfach mehr nach außen getragen werden. Ich bin dann noch so ein bisschen am rumüberlegen, wie ich euch das am schönsten erzähle und ihr dann eben auch was davon habt. Aber ja, an der Stelle schon mal, wenn ihr jetzt gerade so im Teenageralter seid oder auch in den 20ern und sagt, man, ich bin so schüchtern und introvertiert, das kann sich total ändern. Also ich glaube, manchmal benötigt es wirklich nur so ein paar Punkte oder mal so ein paar Gedanken, Selbstreflexion, um da dann auch ein bisschen mehr nach vorn zu gehen. Eileen schreibt, die Stadt Frankensteins ist dann wohl Ingolstadt, wird auch Frankensteinstadt genannt. Liebe Grüße aus der Stadt des Starlight Express. Yay, genau, Ingolstadt war die richtige Lösung und Starlight Express, ich weiß jetzt schon die Lösung, muss ich nicht mal googeln. Und Videopuzzle hat auch ein schönes Rätsel geschrieben. Jetzt muss ich die Rätselbegeisterten auch mal ansprechen, weil mir gerade spontan sowas Schönes eingefallen ist. Ich winke euch aus der Stadt, aus der die Redewendung das Geld zum Fenster rauswerfen kommt. Also die Stadt des Starlight Express und die Stadt, aus der die Redewendung das Geld zum Fenster rauswerfen kommt. Schreibt das mal in die Kommentare. So, ich werde jetzt hier gleich das Video für euch schneiden. Dann werde ich die Koffer packen, denn wir fahren ja an den Bodensee. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich werde für euch auch einen Vlog machen vom Bodensee. Dafür wird TGIF nächste Woche aber leider ausfallen. Aber wir sehen uns dann übernächste Woche hier wieder an Ort und Stelle. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Wetter übers Wochenende werden wird. Liebe Emma, schieß los! Hallo, ich bin Emma vom Kanal My Lifestyle Blog und ich darf euch heute das Wetter verkünden. In Hamburg gibt es 9 Grad und es ist das ganze Wochenende über sonnig und frühlingshaft. Das kann man von Berlin jetzt nicht behaupten. Es gibt 4 bis 6 Grad, es ist wolkig und es gibt immer mal wieder leichte Schauer. In Köln gibt es 9 bis 11 Grad und es ist sonnig. In Dresden gibt es minus 1 Grad bis 8 Grad, es regnet und nachts gibt es Frost. In Frankfurt gibt es 6 bis 10 Grad, es ist dauerhaft bewölkt, ab und zu spitzelt die Sonne mal durch. In Stuttgart gibt es 9 bis 10 Grad, es ist regnerisch und die Sonne scheint eigentlich so gut wie nie. In Karlsruhe gibt es 8 bis 12 Grad, es regnet und ab und zu scheint ein bisschen die Sonne. Und in München regnet es gibt Frost und es gibt 6 bis 10 Grad. Ich übergebe jetzt wieder an die liebe Nela und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Tschüss! Wow, Rakete Productions, Emma, das war richtig professionell, sehr schön gemacht, vielen lieben Dank. Ich schreibe euch am besten bei Instagram, wenn ihr mir da sowieso schon Nachrichten geschickt habt, schreibe ich euch da mal an und schaue, wer das nächste Mal das Wetter verkündet. Das wäre dann quasi für den 13. April, also guckt da immer wieder mal in eure Nachrichten oder schreibt mich auch direkt an, wenn ihr Lust habt, das Wetter am 13.04. zu verkünden. Und Leute, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest. Mua, viel Spaß bei der Eiersuche, bleibt gesund und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, liebe. Tschüss.